Willkommen, liebe Zuschauer, zum Hebeldepot von der Aktionär. Wir blicken in dieses Depot zusammen mit Thomas Bergmann. Grüß dich, Mike. Thomas, es hat sich jetzt nicht so viel getan in Sachen Zu- oder Verkäufe, aber bei den einzelnen Werten hat sich ein bisschen was getan. Deswegen schauen wir uns hier gleich mal an. Wir starten mit Evonik. Das Minus ist wieder deutlich größer geworden. Du hattest so viel Geduld, es sah ja auch wirklich zwischenzeitlich viel besser aus, aber ja. jetzt schaut es wieder schlecht aus, muss man ganz klar sagen. Bruch der 200-Tage-Linie, auch wenn das Ganze bedingt ist durch den Dividendenabschlag, den wir hier gesehen hatten. Aber jetzt will ich warten noch vielleicht ein, zwei Tage, ob jetzt hier die 30-Euro-Marke und damit auch die 200-Tage-Linie zurückerobert wird. Wenn nicht, müssen wir wahrscheinlich in den sauren Apfel beißen und hier mal Verluste realisieren, die zum Glück auf anderer Seite ja egalisiert werden. Da sehen wir schon, und dann kommen wir schon auf den nächsten Wert zu sprechen, Siltronic, wobei das Plus ja auch ein bisschen kleiner geworden ist. Du hast schon Gewinne realisiert zwischenzeitlich. Ja, also immer noch 100%. Mit 100% kann ich leben. Das stimmt. Das war gestern auch Trading-Tipp des Tages sogar. Genau. Du hast gesagt, du rechnest mit einer Technik. Ich hatte eine Anfrage von einem Leser, warum hier auf der einen Seite Mini-Longs, auf der anderen Seite Faktorzertifikate. Das sind halt einfach verschiedene Ideen, die man da umsetzen kann. Mit einem Faktor setze ich auf eine schnelle, lineare Aufwärtsbewegung. Ein Turbo nehme ich eher, wenn ich von einer längeren Aufwärtsbewegung ausgehe, die auch von Schwankungen begleitet ist. Und da ist Siltronic, ja, Paradebeispiel, die Aktie schwankt sehr stark, ist immer wieder mal unter den Top-Aktien, dann auch mal wieder schwach, weil sie einfach gut gelaufen ist. Ich sehe die Aktie nach wie vor günstig bewertet, 2019er KGV von 10. Also in meinen Augen soll die 200-Tage-Linie nicht unterschritten werden und eher tendenziell steigen. Es hat aber eine Wachablösung jetzt quasi an der Spitze gegeben, denn SAP ist jetzt in Sachen Performance besser als Siltronic. Man sieht ja, also super Entwicklung, auch der schlechte Ausblick von Oracle hat der Aktie nicht anhaben können. Ich denke mal, dass SAP weiterhin Marktanteile hinzugewinnt. Das ist auch der Grund eben für die Oracle-Schwäche und die Stärke eben der SAP-Aktie. Und deswegen bleiben wir da mit Sicherheit dabei. Genau, hier sehen wir es, 114% schon seit dem 16. Februar ist es dabei im Plus. Jetzt schauen wir auf Hugo Boss, auch da können wir gleich da mal gucken, genau 20% im Moment. Ja. Seit April kann man auch nicht meckern, entwickelt sich auch kontinuierlich nach oben unter relativ hohen Schwankungen, sage ich mal. Aber seit hier das Kaufsignal generiert wurde, geht es kontinuierlich, wie gesagt, nach oben. Bleiben wir dabei. Besonders erfreulich ist auch die Entwicklung von Morphosis, die jetzt mittlerweile schon 66% im Plus. Die steht mittlerweile bei 103,60 Euro und nicht mehr bei 102,60 Euro. Kommt die Anzeigetafel gar nicht mehr hinterher. Ja, läuft. Ein Jahreshoch nach dem nächsten, das hier generiert hat. Macht einen sehr guten Job, hat eine große Pipeline. Die Kollegen aus der Biotech-Abteilung sind voll des Lobes für Morphosis. Und warum sollte ich mich dagegen stellen? Ja, definitiv. Wäre, glaube ich, in diesem Fall das Falsche. Wir schauen auf den Aktionär Titan 20 Index und hier exemplarisch auf Amazon. Kann man sagen, welche Werte besonders gut aus dem Index aktuell laufen? Sind es die Tech-Werte? Ja, der Chart sagt, gibt die Antwort. Also, Maiko, was will man dazu sagen? Ne? Es ist bitter, wenn man hier ausgestiegen ist, weil man vielleicht gedacht hat, dass Donald Trump die Aktie unter Druck bringt. Seitdem wieder deutlichst am Laufen. Microsoft, Micron, auch Apple läuft. Die einzigen, die ein bisschen schwächer sind, ist Novartis, Celgene. Diese Woche muss ich die Redaktion auch überlegen, was als nächstes in den Index kommt oder rausgeworfen wird. Ist dann nächste Woche eben Termin. Und wie gesagt, da stehen die beiden zur Disposition. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass eine Adobe vielleicht reinkommt. Du merkst, wird Tech-lastig bleiben, aber es sind auch die Unternehmen, die einfach stark wachsen, hohe Cashflows haben, eine immense Marktstellung haben. Und deswegen sind diese Werte da auch drin. Paychex zum Beispiel ist auch ein Wert, der drin ist, läuft auch sehr gut. Und der Titan ist fast auf Allzeithoch. Und das sind so eine Markt. Kann man nicht so viel verkehrt gemacht haben. Richtig. Du hast Microsoft angesprochen, das ist auch als Einzelprodukt quasi noch, also außerhalb des Index mit dabei, ja. Microsoft Call. Da also, hat sich natürlich jetzt noch nicht ganz so. Ja, also 1 Cent ist Spread. Dann kommt ein bisschen Zeitwertverlust dazu, ein bisschen Wohlerverlust, glaube ich, ist auch wieder dabei. Aber grundsätzlich, die Aktie läuft. Ja. Also kurz vor hoch. Ruht sich gerade noch ein bisschen aus. Ja, und dann also sehr
sehr kontinuierlicher Aufwärtstrend. Man sieht es auch an der 200-Tage-Linie schön langsam nach oben. Und ich denke mal, dass die Aktie da mitlaufen wird. 110, 120 Dollar auf Sicht von einem halben Jahr traue ich der Aktie zu. Okay, dann schauen wir jetzt noch auf den Gesamtüberblick, wie sich das Depot also seit der Auflegung Anfang Januar geschlagen hat. Zuletzt, letzte Woche waren es 2,9%, jetzt ja fast verdoppelt. Ja, ich muss mal sagen, für den Markt oder für die Marktentwicklung der DAX bei 12,7, letzte Woche war er mit Sicherheit höher gestanden. Wir sind sehr zufrieden, wie das ist. Es ist ein ganz, ganz schwieriger Tradermarkt, immer wieder die hohen Ausschläge. Aber ja, wir, denke ich mal, haben eine gute Mischung im Portfolio, haben noch 5.000 Euro Cash, um da weiterhin agieren zu können. Also ja, kann man, denke ich mal, so stehen lassen. Das tun wir. Dankeschön für deine Einschätzungen. Gerne. Thomas, danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.